Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Strange. Wir sind ja jetzt hier in das Haus rein, haben unsere kleine Feindin ein bisschen geärgert und ich muss mal eben schnell das Mikro hier ein kleines bisschen anders hinstellen. Das ist irgendwie gerade eine etwas wackelige Angelegenheit mit dem Mikro hier. Ich hoffe mal, du bleibst jetzt hier stehen und kommst mir nicht entgegengefallen. Und wenn doch, dann haben wir wenigstens eine Slapstick-Einlage während des Let's Plays. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Okay. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Redrum. Murder. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Ne? Redrum ist ja Mörder rückwärts. Welcome to Black Hill. Okay. Gucken wir uns das Wohnheim mal so ein kleines bisschen an. Sure feels like a labyrinth. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Stomp and Bigfoot. Thing is still a cheerleader at heart. Hier hängt vor jedem Fenster so ein, Quatsch, vor jeder Tür eben ein Schild, wo irgendwer, also der im Zimmer wohnt oder diejenige da was draufgeschrieben hat. Juliet, extreme reporter. Wir müssen ja zu unserem Zimmer. Be alert on campus. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Okay, also diese ganzen Schilder und so weiter, das werde ich nicht durchgehen. So, das hier ist der. Das sind die Duschen, aber da kommen wir nicht rein. Wollen wir nochmal einen Feueralarm auslesen? Können wir eh nicht. Oh, ein Foto. Nice atmospheric shot. Needs dusting. So, wir müssen noch ausfinden, wo unser Bild ist. Hier ist nochmal so ein Missing Girl Poster. Auch nochmal eins. Die Dinger hängen hier echt überall. Da können wir nichts lesen. Hier können wir kurz mal gucken, was da so ist. Also ich lese das natürlich nicht alles durch. Wir können was draufkritzeln. Ist das unser Zimmer? Peace. This action will have consequences. Also das, was wir jetzt gemacht haben, wird Konsequenzen haben. Wie die aussehen, lassen wir uns mal überraschen. Da wir noch nicht wissen, welche Konsequenzen andere Handlungen hätten, Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Können wir natürlich auch nicht sagen, inwieweit sich die Konsequenzen ändern, wenn wir das Ganze zurückspulen. Save the Earth. So, ich habe gerade schon mein eigenes Zimmer gesehen. Das ist hier gewesen. Ich kann hier aber nichts. Okay, dann gehen wir mal in unser Zimmer, in dem ein gruseliger Teddy mit nur einem Auge auf dem Bett liegt. Sehr geil. Home sweet home, my favorite cocoon. Und wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Gitarre, wir können Gitarre spielen, sehr schön. Wir sind mal so frei. Hört man da jetzt was? Also ich höre nichts. Na, dann stehen wir wieder auf. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Das können wir uns alles bloß angucken. Wir können hier so richtig nicht interagieren. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Okay, look, bed, lie down. Wir können uns also hinlegen. Da drinnen wird das Ding wahrscheinlich sein. Fotoalbum. Wir lesen mal im Fotoalbum.
oder gucken uns das an. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Hm, okay. Gucken wir mal, was wir mit dem Laptop machen können. I look so pathetic. Das ist sowas wie Facebook. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Okay, klassische Kameras. One makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. So, da ist jetzt nicht so viel Interessantes gewesen. Wir geben der... You are thirsty. I'm the worst baby mama. Wir geben unserer Pflanze mal so ein bisschen Wasser. Kann nicht schaden. Wird das Konsequenzen haben? Ja, es wird Konsequenzen haben. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Wie gesagt, wir wissen nicht, welche Handlung es oder welche Konsequenzen es hätte, wenn wir es nicht tun würden. Also können wir das jetzt schlecht abschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Wer das Spiel schon mal durchgespielt hat, kann ja mal einen Kommentar da lassen. Was passiert, wenn wir das, wenn wir halt in Situation XY eine andere Entscheidung treffen? Mal so aus reiner Neugier. Aber ich werde natürlich jetzt hier nicht jede Entscheidung spielen, sagen wir es mal so, damit halt jeder, der das Spiel selbst spielt, auch selbst nochmal vielleicht die andere Entscheidung treffen kann, um dann ein anderes Spielerlebnis zu bekommen. Ah, warte mal, das Teil kann ich, das kann ich fotografieren. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Oder? Nee. Ist egal, so wo haben... Achso, warte mal, das Ding war, glaube ich, hier drin, ne? Hier müsste der Flash Drive sein. Max und Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Okay, ein Foto von unserer BFF. Besten Freundin. Sticky Note. Look. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey girl, I borrowed your drive so I can watch some flicks while study. If you need it back, just track me down in my room. Okay, da hat sich jemand... Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Wie ich gerade sagen wollte, wir müssen jetzt in Danas Zimmer gehen. Sie hat sich den Flash Drive ausgeliehen. So tell me the truth or rotten. Okay, hier vorne müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie wieder was machen. Wer schmeißt denn hier mit Toilettenpapier um sich? Hey Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Hey. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Ooh. Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ach du Scheiße. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Oh. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. Auf Anhieb richtig geraten. So, sehr gut. How did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the I'm not letting her out until she tells the truth. Ich muss irgendwie jetzt... I should find a way to end this silly standoff. Muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Mädel die Wahrheit sagt. Aber wie machen wir das? Wenn ich jetzt raus... No, ich komme hier nicht raus. Hey, warte mal. Wo war jetzt das Zimmer von dem Quarterback?
Also die haben ein bisschen rumgemacht. Und deswegen... Das ist mein Zimmer, da brauche ich nicht... Ah, hier ist Victorias Room. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich irgendwas machen müssen. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Okay. Klamotten, Schuhe, Fernseher. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Okay, ist der Vortex Club eine Sekte? Was liegt da? Da können wir nichts mitmachen. Missing Person Buch. Okay, wir können ja mal gucken, ob wir in ihrem Laptop irgendwas Interessantes finden. Was ist das? Ach, das ist ihr Pad. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Okay, sie will sich offensichtlich einen 3D-Drucker für $3,600 kaufen. Naja, wer es braucht. So, dann gucken wir mal im Laptop, ob wir irgendwas finden, was uns hilft. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Können wir hier was lesen? Victoria Marybeth Chase. Friends 857, Subscribers 1126. Blackwell Hipster Alert. Boom. This is the email I need to show Juliet. Ah, okay. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Beachdown, Victoria Chase to Taylor Christensen. Taylor, so sad to inform you that I totally punked Juliet and Dana just now. Okay, sie hat die beiden verarscht. All I had to do was mention to Julia that I saw a nasty sext from Dana and Zach's phone. Aha, sie hat also dafür gesorgt, dass die eine denkt, dass die andere was mit ihrem Freund rumgemacht hat, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, was sext bedeutet. Dumbass believed me, and so I expect there to be a dorm rampage soon. Okay, sie hat es ihr abgekauft und deswegen wird es dort jetzt Stress geben. Juliet deserves this for slutting Zach away from me. As for Dana, who gives a shit? Wie drucke ich denn das? Ah, print email. Take. This better convince Juliet that Dana is innocent. So, damit beweisen wir die Unschuld. Ah, hier haben wir Fotos. Speaking of selfies, let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here and this one there. A pattern is emerging. Okay, und davon machen wir jetzt ein Foto. Du hast eine Trophäe erhalten. So. So, wo war das jetzt? Wo waren die beiden? Da hinten. Dann schauen wir doch mal, ob sie jetzt Juliet, read this. Immer noch böse ist, wenn sie die Wahrheit kennt. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Okay. Wir haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Und sie schuldet ihr jetzt ein Essen. Wir quatschen mal nochmal mit ihr. Hey Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too.
As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Aha. Unser Kumpel scheint offensichtlich Max, that's mine. Thank you. Schwangerschaftstest. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Okay, dann das spule ich jetzt mal zurück. Das muss ja nicht sein. Damit, dass sie dann sauer ist. La la la, I don't see that pregnancy test. La la la. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Okay. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Okay. Alles klar, Gollum. Dana takes her blood well spirits seriously. Was haben wir hier? I can't even imagine Cheerleader what it would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Und es sieht ganz so aus, als ob sie ein wenig schwanger ist oder es zumindest vermutet. Hey, Dana. Oh. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Of course. I was pregnant. Was. Oh, sie hat abgetrieben. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Aha. Sie war schwanger. Ist es nicht. Und wir können den... ich nenne ihn mal Übeltäter. An der 40-Yard-Linie sehen. I hope so. I don't mind waiting out here forever. I love this parking lot. I can count all the cars. The more TXT no longer take. On my way. Bye. Okay. Fragt, wo wir bleiben. Drängelt also ein bisschen. Wir sind auf dem Weg und sind gleich bei ihm. Haben ja jetzt den Flash Drive bekommen. Fuck this shit. Get lost, hipster. I'm not doing Damn, any interviews. I better rewind. Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. Wem hat das Ding jetzt an den Kopf geschmissen gerade? Irgendwem? Fuck this shit. Ow! That hurt. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Oh. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Okay, das wird Konsequenzen haben, aber wir haben was Gutes getan. Ach Quatsch. Das wollte ich jetzt nicht. The Prescott dormitory?
Good lord, Nathan's family owns my dorm? Go to the main campus. Oh, so you're seeing don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Was ist da jetzt passiert? Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Hm. Wir hätten das vielleicht nicht... Man, I should have stepped in between Kate and David. Fotografieren sollen, sondern eher helfen sollen oder einschreiten sollen. Go to the main campus. Und hier intervenieren wir jetzt. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Wir haben der guten... I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should... Nö, das ist eine gute Tat gewesen und die lassen wir bestehen. So, wir haben ja jetzt, was wir wollten. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt deswegen hier auch mal den Cut machen, sobald er denn jetzt hier fertig ist. So, wir sind angekommen auf dem Parkplatz. Hier machen wir jetzt den Cut und es geht natürlich in der nächsten Folge weiter. Wer das nicht verpassen will, möge abonnieren. Ich wäre dir sehr verbunden. Ich danke jetzt hier trotzdem fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, Teilen, Liken. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.